Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, ihr seht es gerade im Chat, also ihr seht auch den Server, habe ich aber schon am Anfang gesagt. Kurz eine Kiste machen, zweiten Schlüssel. Ja, ihr habt nichts verpasst, wie gesagt, am Anfang. Wisst ihr ja, wenn ihr bei mir öfters guckt, bekommt ihr alles ungeschnitten. Nice. Fehlt uns natürlich jetzt auch das Holz für und so weiter, aber. Gut. Ist da noch einer hin, ja. Gut, verhungern werden wir schon mal nicht. Was haben wir denn jetzt? 51, das reicht doch schon, ne? Das wäre natürlich Bombe. Da ist er. 50 Holzsteine. Problem ist echt der Schlafsack, ne? Wenn uns jetzt einer killt, dann haben wir echt Arschkarte. Zack. Kann auch erstmal rein, kann auch erstmal rein. Es bringt ja nichts. Sorry. War mal kurz weg. So was trinken, frisch im Hals. Ja, es bringt ja nichts, den Schlüssel jetzt selbst hier reinzunehmen und wegzuschmeißen im Notfall, weil wir haben keinen Schlafsack. Also high risk jetzt hier alles. Ich hätte nicht die ganzen Steine verballern sollen, ich Idiot. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall 200 Steine. Holz ist ja nicht das Problem. Das sieht da vorne auch nur nach so einem. Ja. Es geht schon los, ne? Stoff und Steine. Das ist nur Erz, was hier rumliegt, ey. Ja, wichtig ist halt erstmal der Schlafsack. Wichtiger wie der Ofen. Ich habe auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Schlafsack. Jetzt hätte ich also gar nicht erst die Bandagen gemacht. Einen Baum mal eben mit, eine Palme mal eben mitnehmen, ja. Ich meine, das Gute ist, wir können mal zum Warenhaus gehen eigentlich. Risiko. Wenn hier einer ist, wird der wohl schon da sein. Ich guck mal eben in die Kiste rein, vielleicht haben wir Glück und finden eine Plane. Weil im Warenhaus steht ja definitiv ein Schredder, wenn sie es nicht geändert haben. Deswegen ist es immer gut, Warenhaus oder einen Leuchtturm in der Nähe zu haben. Also, findest du wieder so eine Scheiße hier. Naja. Ja, 61 Spieler aktuell. Das noch mal am Rande. Es wäre so geil, wenn wir jetzt hier noch einen Stein finden würden, weil vor der Nacht könnte ich über der Nacht brennen.
Schredder ist schon mal hier. Komm, gib mir eine Plane, ey. So eine Scheiße. Oh, hier war schon wer. Aha. Wasser, ja gut. Also ist auf jeden Fall noch jemand. So, Metallsteine. Pferd. Also wir sind hier nicht alleine, das ist schon mal klar. Oh, drei Stück, ey, hoffentlich kriege ich die alle. Das Problem, ja, genau. Das andere Problem, ihr seht, die Hacke ist gleich kaputt. Ohne Stein ist natürlich auch schlecht Werkzeug machen. Das heißt, wir bräuchten Metallfragmente. Ja, das ist ja was mit den Steinen. Leute, Leute. Den muss ich ersetzen gehen. Das nützt aber nichts. Sekunden. Oh, hier siehst du ja gar nichts, ey. Zack. So, da muss ich mal eben. Wasser ist schon mal gut. Hier kriegen wir überall nur Quality Metall, ne? Hier auch, oder? Kriegen wir hier. Ich weiß es nicht. Da kriegen wir Dingens raus. 122 Steine, ey. Darfst du keinen erzählen, ey. So, was ich mache, noch eine Kiste eben. Ja, wir gehen natürlich jetzt raus, ne? Ich muss die 20 Steine. Ich muss einen Stein auf dem Boden finden. Das reicht ja schon. Ich weiß nicht, ob ich hier nur High. Aber ich meine nur High Quality Metall, oder? Ihr seht schon, ne? Wie zu lange kein was gespielt. Wir kommen mal fertig jetzt die Kiste. Das ist mir eine Hacke, ey. Das ist Wahnsinn. Boah, sie sehen nichts, ey.
Ja, keinen Sinn, Leute. So, ich mache jetzt ein bisschen Holz, aber. Wie? Ohne Hacke. Nein, wir können mal zum Warenhaus schleichen. Können die Dinger da reinlegen. Ist da immer Licht oder ist da jemand? Ist immer Licht, oder? Also wenn jetzt hier einer hockt, ich sehe den nicht. Kalt wird es auch noch. Ist hier erledigt. Hatte ich noch richtig in Erinnerung, dass es da nur Quality-Mittel gibt. Ich kann natürlich jetzt den letzten Stein, den wir haben, noch mal für eine Hacke nehmen. Denkst du echt an so einen Kaktus, dann steht einer. Ja, anders wird es auch nicht gehen. Weil irgendwas brauche ich ja nochmal zum Farmen. Ich sehe noch nicht mal so eine Tür jetzt hier. Anders geht's nicht. Um 120. Ja, ist gut, gib mir die Hälfte wieder. Also selbst wenn hier einer hocken würde, ich würde den eh nicht sehen. Junge, Junge. Ja gut, Leute. Obwohl, komm, scheiß drauf. Hat jetzt erst über dich einen Cut zu machen, aber. Wir gehen mal ins Risiko, wir brauchen eh Holz. Werden wir vorne noch den Kaktus holen. Stoff ist halt unser Problem hier. Gut, sobald wir einen Ofen haben, wenn wir eine Headshot machen können, eine richtige, alles kein Problem, ne?
Können wir die Fässer kloppen, da werden wir mit Sicherheit die eine oder andere Plane finden. Die Schredder ist vor der Tür, also. Von daher kein Problem eigentlich. Oh, ich glaube, es wird langsam Tag, oder? Wenn das Zirpen weggeht. Wo ist der Mond? Gut, wir müssen also jetzt gleich einen unbedingten Stein finden. Und am besten noch ein paar Kakteen. Gut, wäre ein zweiter Bogen, ne? Oh, hier ist irgendwas gespawnt. Aber ich sehe es eh nicht. Ich liebe noch die Palme mit. Ja, ihr habt ja gesehen, am Schredder lag er auf jeden Fall Zeug rum. Ich weiß nicht, warum es auf dem Boden lag. Wahrscheinlich brauchte der Typ das nicht. Ja, vielleicht hätte ich auch mal den Kanister, ne? Den kann man doch schreddern, oder? Da kriege ich doch bestimmt Metallfragmente. Das wird eh hell jetzt, super. Können wir nochmal eben das Holz wegbringen. Stoff haben wir. Ich glaube, den kann man schreddern. Wir rennen immer noch mit dem Schlüssel rum, ey. Darfst du keinen erzählen, Leute. 100 HP haben wir auch nicht. Hauen wir uns mal schnell so einen Kürbis rein. Gut. Jetzt beginnt die heiße Phase hier. Wieder finden wir jetzt einen Stein. Oder finden jemanden, den wir töten können. Der Stein bei hat. Aber ihr kennt ja meine Künste, ne? Bier Table haben wir auch hier. Ist natürlich auch nicht schlecht. Da ist jemand, ich sehe ihn, ich höre ihn nur. Komm her, Junge. Nur einmal treffen, dann ist Ende, ey. Und dann bleibt er noch stehen, oder was? Beim Verbinden, ey. Das war's, ey. Junge, Junge, das kann doch nicht sein. Wem ist denn der Bogen so lahmarschig? War der schon immer so lahmarschig? Junge, 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 ey.
Wie gesagt, eigentlich noch die Bude auch noch, ey. Oh Mann, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja, ich habe eigentlich schon mitgerechnet, wenn du zum Bahnhaus, ist das logisch, dass sie da alle hinrennen. Oh Mann, ey. Wie schlecht ich aber auch mit dem Bogen bin. Keine Ahnung, ob der schon immer so langsam war. Wahrscheinlich war es schon immer so, ich bin jetzt nur 7 Days die ganze Zeit gewöhnt. Da verhält der Bogen sich ein bisschen anders wie hier. Gut. Tja. Da sind wir quasi bei Null. Wir haben keinen Stoff. Wir haben nichts. Kein Stein. Da ist der Typ. Ja. Wieso kann der jetzt hier rein, wenn ich das Schloss doch gewechselt habe, hä? Ja, Leute, das war's. Bude weg. Ich habe das Schloss abgenommen, habe ein neues Schloss dran gemacht. Oder habe ich was verpasst? Tja, verstehe ich nicht. Tja, keine Ahnung, Leute. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Muss ich jetzt die Tür auch noch rausnehmen, oder was? Oh, ab, ey. Ja, egal, Leute. Folge ist zu Ende. Mit einem weiteren Tod. Ja. Ich muss gestehen, nervt mich gerade doch extrem ab. Ich meine, war eh scheiße jetzt da, wie gesagt, mit Stoff und so, aber warum er jetzt reingekommen ist, verstehe ich nicht. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe ja das Schloss hier abgenommen, habe es neu dran gesetzt und habe einen neuen Schlüssel erstellt. Also. Oder es wurde geändert, das kann natürlich sein. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Gut, jetzt haben wir natürlich Arschkarte. Boah. Aber gut, wir probieren nochmal eine Runde. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar da. Gehen auch mal zu der Schlosssituation. Kann ja sein, dass es echt geändert wurde. Ich das einfach nicht mitgekriegt habe. Möchte ich nicht ausschließen. Und dann sehen wir uns gleich in der neuen Folge wieder. Ciao.